Hallo zusammen, hier ist wieder Jilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Match Tower Guide präsentieren. Heute soll es um den Match Tower Guide vom Disziplinpriester gehen. Und ja, die Challenge habe ich gerade geschafft und ich würde sagen, wir schauen einmal rein, was es hier einmal an Talenten gibt, die wir spielen können. Dann werden wir uns ein bisschen das Gear angucken, auch ein bisschen Sockel, Verzauberung, solches Gedönse, die Consumables. Und als letztes schauen wir uns den Fight an sich an. Da gehen wir einmal den Fight durch. Ich werde euch die Fähigkeiten ein bisschen erklären und auf was ihr am besten achten müsst. Gut, als erstes würde ich sagen, schauen wir die Fähigkeiten. Ich habe einmal mit Schisma gespielt, einfach ein bisschen zu DPSen. Dann Selbstmarterung habe ich hier mitgenommen. Dann haben wir einmal den Geistbeuger. Da können wir nämlich unseren Schattengeister alle Minute rausholen. Das wird nämlich relativ wichtig. Mit dem müssen wir nämlich gucken, dass wir einen großen Hit abfangen, indem wir quasi einmal den Geistbeuger ziehen und verblassen, dass quasi nicht wir einen Hit fressen, sondern dementsprechend unser Geistbeuger. Die Problematik ist nämlich in der Challenge, dass die für die meisten Klassen so designt ist, dass man halt interrupten kann. Als Diszi hat man keinen Interrupt, da muss man sich halt was einfallen lassen. Psychische Stimme habe ich hier einmal noch geskillt, dass wir den 4 die Abklingzeit runter machen. Den brauchen wir nämlich auch zum Interrupten quasi. Sünde der vielen habe ich. Läuterung des Bösen. Ich glaube, in WoW Hat im Guide war hier die göttlichen Sterne drin. Die fand ich aber ehrlich gesagt nicht so gut. Wahrscheinlich haben sie das zum AEn mit reingenommen. Wir haben einen Trinket dabei und das erledigt eigentlich den AE-Job. Und dann habe ich noch Nachsicht. Genau, das sind soweit die Skillungen, die ich gefahren habe. Dann kommen wir einmal zum Gear. Wie bei meinen anderen Guides habe ich eigentlich immer hier dieses hergestellte Gear an. Das kann einmal in dem Fall hier einen Schneider herstellen. Mist of Pandaria Rezepte sind das. Und hier hat man einfach den Vorteil, dass hier zusätzliche Sockel drauf sind. Wir können das an fast jedem Slot anziehen, wo man quasi Stoffgear anziehen kann. Kleine Randinformation. Man wird im Mage Tower auf Stufe 50 runter skaliert und auch auf Item Level 50. Heißt, ihr habt einen 2 oder 305er Item an. Bringt euch nichts, das wird auch runter skaliert. Besser sind Items, die eure optimalen Stats haben, auch wenn diese sehr low sind. Und noch besser sind halt Items, die dementsprechend dann noch Sockelslots drauf haben. Zusätzlich kleines Goodie, wenn ihr ein Item habt, das auf Stufe 50 oder drunter ist, könnt ihr es mit den alten Verzauberungen verzaubern. Die Shadowlands-Verzauberungen gehen halt nämlich nur auf ein paar Slots. Und ihr seht, ich habe hier fast jedes Item einmal verzaubert. Schauen wir einmal drüber. Auf den Handschuhen habe ich einmal 5 Zaubermacht drauf verzaubert. Und ich habe mir einfach einen epischen Int-Sockel reingehauen. Es gibt auch welche mit 4 Int, die sind aber noch ein bisschen teurer, deswegen habe ich den epischen mit 3 Int genommen. Dann auf dem Gürtel hätten wir die Möglichkeit, mit einer Gürtelschnalle, ich glaube die eiserne Gürtelschnalle, noch einen zusätzlichen Sockel drauf zu machen. Anscheinend habe ich das, wenn dann hier vergessen und es war keine so eine Gürtelschnalle im AHA, also da gibt es nochmal zusätzlich die Möglichkeit. Dann auf der Hose habe ich nochmal eine Verzauberung draufgehauen. Das ist, glaube ich, eine Bestickung vom Schneider. Die kann auch jeder draufhauen mit 3 Int und 2 Versa. Dann auf den Schuhen habe ich 4 Tempo drauf. Dann Ringe habe ich einmal einen Juve-Ring und einmal einen Ring, einen alten Legendary-Ring. Die Effekte sind alle deaktiviert. Praktisch ist, der hat halt noch einen Sockel gehabt. Falls ihr den alten Legendary-Ring nicht rumliegen habt, nehmt einfach 2 Juve-Ringe. Item-Level, wie gesagt, egal. Ich bin hier anscheinend eher auf Tempo gegangen. Das kann aber noch sein, dass das von der Shadow-Challenge war, dass das besser war. Ich bin mir jetzt da gar nicht hundertprozentig sicher, ob da der Disti unbedingt Tempo braucht. Genau. Dann habe ich von den Trinkets 2 mitgenommen, die relativ wichtig sind. Und zwar einmal habe ich die verehrte Samenkapsel. Die ist von Nitendra aus dem Smartgrünen Albtraum, also hier aus dem Legion Raid. Einfach den ersten Boss umhauen. Das ist super wichtig, das Ding. Das macht den kompletten AE-Job, weil jede Minute kommt quasi in der AE-Phase. Und mit dem Ding könnt ihr quasi tutti kompletti die Phase negieren, weil das Trinket alleine alle Mobs killt. Ja, also das ist super, super stark. Das solltet ihr euch echt holen. Ihr könnt es natürlich auch normal spielen, macht es wesentlich schwieriger. Also holt euch das Trinket. Und das andere, was ich habe, ist Sitz Born der Blick. Das ist das Iskard-Trinket aus Höllenfeuer-Zitadelle. Schattenfurt Iskard droppt das. Im LFR droppt das nicht. Im Normal hat sie eine Mythic droppt das. Könnt ihr easy solo machen. Und das Trinket rockt richtig Schaden raus. Wir können mal gucken, ob ich sehen kann, verursacht der Schaden, was das Trinket an Damage gemacht hat. Befallener Boden, das ist das Trinket, hat 34% meines Schadens gemacht. Dunkle Lichtstrahlen 16%. Meine beiden Trinkets haben in der Challenge die Hälfte meines Schadens gemacht. Also das ist traurig. Einerseits, dass
ich so wenig Schaden mache, dass meine beiden Trinkets die Hälfte machen. Aber ihr seht, die sind mega OP, die beiden Trinkets. Also die solltet ihr euch definitiv holen. 50% meines Schadens sind nur meine beiden Trinkets. Genau, dann Waffe, habe ich einfach eine Heirloom-Waffe, hier, weil da maximal Tempo drauf war und habe himmlische Führung verzaubert. Dann auf dem Handgelenken habe ich einfach irgendwelche Handgelenke genommen, da kann man ja eine aktuelle Innenverzauberung drauf machen, das Item-Level auch egal. Brust haben wir wieder ein hergestelltes Item, hier habe ich die Shadowlands-Verzauberung mit 30 Primärwerten drauf verzaubert und ich habe zwei Spesselsockel drin, und zwar einmal Krallenauge der Intelligenz, der hat 6 Intelligenz, geht nur einmal auf dem Gear. Und dann Säbeler Auge der Intelligenz hat auch 6 Intelligenz drauf, geht auch nur einmal auf dem Gear. Rücken, auch Shadowlands-Verzauberung, einfach irgendeinen Rücken genommen. 20 Ausdauer und Vermeidung. Könnte man auch Live-Leech nehmen, das bleibt sich gleich. Dann hergestelltes Gear wieder an den Schultern, plus eine Inschriftenbestickung ist das, glaube ich, mit 5 Intelligenz und 2 Crit. Das könnt ihr auch im AH kaufen, diese Inschriftenkundlerverzauberung. Hals habe ich hier quasi Brüders genommen, weil er 3 Sekundärstats hat und auch wieder einen Sockelslot. Ihr könnt hier aber auch ganz normal den Juve-Hals nehmen und der hat auch einen extra Sockel. Ne? Und als letztes haben wir den Kopf, auch wieder hergestelltes Gear. Hier habe ich auch wieder 2 Special-Sockel drin, und zwar Leviathan-Auge der Intelligenz. 7 Intelligenz hat der und den kann man auch nur einmal reinhauen. Und hier natürlich einen Metasockel, ein Bergkristall mit plus 3 Intelligenz und 3% mehr Crit. Soweit dann zum Gear. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch die Consumables einmal an. So, den Huster habe ich euch jetzt kurz erspart. Ich bin immer noch ein bisschen, ne, erkältet zwar nicht, aber der Husten zieht sich leider noch einen Ticken mit. Gut, was haben wir an Consumables? Wir haben einmal, gut, Macht wohl Sehnenstärke, Ausdauer. Solltet ihr euch buffen, habe ich oft genug vergessen. Dann habe ich das große Fläschchen der unendlichen Tiefen. Das skaliert am besten mit der Intelligenz in dem Mage Tower. Also das ist besser als die aktuelle Flask. Dann habe ich einmal das Schattenkernöl genommen, dann eine Verstärkungsrune, dann habe ich hier quasi das Tempo-Food genommen, einmal eine Kriegsholde Intelligenz, kann Inschriftenkundler herstellen und dann einmal Trommeln. Welche ihr nehmt, ist vollkommen egal. Hier habe ich Trommeln der Wut, die gehen nur auf Stufe 50, aber hier drin seid ihr auf Stufe 50 runtergescaled und dann ist das fein. Zusätzlich hatte ich dann nochmal einen spirituellen Mana-Trank dabei. Am Anfang, als ich das hier getried habe, bin ich sehr schnell OEM gegangen. Gegen Ende war es kein Problem mehr. Da habe ich immer 70-80% Mana gehabt. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen. Ich habe davor nie Disty gespielt, deswegen, ja. Also Mana-Trank könnt ihr mitnehmen. Ich habe ihn am Ende nicht mehr gebraucht. Alternativ könnt ihr einen psychischen Heiltrank mitnehmen. Der skaliert da drin auch relativ gut. Dann sind wir mit den Consumables soweit durch. Ich kann euch noch eins von Makros zeigen, die ich mir erstellt habe, die euch vielleicht helfen. Einmal habe ich mir ein Makro erstellt, Target Teufelstotem. Das ist ein Totem, das auftaucht und nach ein paar Sekunden hochgeht, neues Stunt. Und dann Schattenwort Schmerz, einfach irgendein Instant-Zauber. Ihr müsst einfach nur einen Zauber drauf machen, dann stirbt es quasi. Und dann wieder Tartuga oder Yomok. Wir wollen nämlich, Yomok ist der Wurm und Tuga ist der Taure, dass wir die wieder sofort ins Target nehmen. Genau, das ist das erste Makro. Und das zweite Makro, das ich mir erstellt habe, ist Tartuga. Und dann mit dem Cast-Sequenz den Geistbeuger und Verblassen. Das müssen wir nämlich beides relativ schnell drücken, um einen Zauber zu negieren. Aber das werde ich euch gleich erklären, warum wir das machen. Die Makros könnt ihr machen, braucht ihr aber nicht unbedingt. Ne? Ihr könnt es auch manuell spielen. Auf jeden Fall das Teufelstotem-Makro macht es euch auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Gut, das ist soweit das Vorgeplänkel. Dann schauen wir einmal in den Kampf rein. Mache ich vielleicht den Sound aus. Okay. Ihr seht, wir starten hier mit 2 Mobs. Einmal einen Tauren und einmal einen Wurm. Wir müssen beide töten. Der Wurm hat am Anfang einen Buff drauf, dass er 90% weniger Schaden kriegt. Das sind 9 Stacks, die müssen wir nach und nach quasi entfernen von ihm. Wichtig ist jetzt, dass ihr schaut, dass ihr den Cast von Turga immer mit irgendwas unterbrecht. Ihr habt gerade gesehen, er hat gecastet Turga und ich habe ihn einmal gefeiert. Damit können wir ihn das erste Mal unterbrechen. So, jetzt haben wir die Intermission. Der Wurm taucht ab. Es kommen hier diese 3 Eier. Da haut ihr euer Trinket drauf und ihr seht, das wird alles komplett runtergetickt. Einfach nur von dem Trinket. Zusätzlich charge der Wurm ein bisschen. Und zwar müsst ihr mit dem Charge gucken, dass ihr ihn immer durch diese Steine durchchargen lasst. Ne? Es liegen 3 Steine da. Und bei jedem Stein, den er durchchargt, verliert er nämlich einen von seinen Stacks, wo er dementsprechend, ja, seht ihr, jetzt hat er nur 7 Stacks, wo er 10% weniger Schaden kriegt. Jetzt kriegt er nur 70% weniger Schaden. Sobald der Wurm rauskommt und ihr ein paar weggehauen habt, könnt ihr auch den Wurm DPSen. Den könnt ihr immer nur kurz DPSen, während er oben ist. Ihr habt gerade gesehen, er hat hier wieder seinen Cast gewirkt und ich habe ihn einmal einfach weggefeiert und die Sache ist gut.
Zusätzlich haben wir hier noch dieses Dreieck. Da müsst ihr einfach rauslaufen. Ihr könnt da relativ lang stehen bleiben, rauslaufen, kommen Stacheln hoch. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Dann haben wir bei dem Wurm noch einen Cast. Den castet er 2-3 Sekunden. Wenn er durchcastet und ihr selber einen Cast wirkt, dann silenzt euch das. Jetzt kommen wieder diese Dinger. Wir hauen hier unser Dings rein. Und jetzt haue ich meinen Makro mit dem Geistbeuger und auch den im Verblassen rein. Und jetzt haut er nämlich seinen Cast auf diesen Geistbeuger drauf. Der macht sehr viel Schaden. Der macht 6.000 oder 7.000 Schaden. Also es one-shottet euch. Also ihr tut immer abwechselnd, wenn er seinen Cast wirkt, den 4 wirken. Und quasi, wenn ihr den 4 nicht ready habt, euer Makro mit Geistbeuger und Verblassen. Das Makro mit Geistbeuger und Verblassen müsst ihr vorher drücken, bevor ihr den Cast ansetzt. Heißt, ihr solltet euch am besten DBM oder irgendwas runterladen, das euch die Balken anzeigt, dass ihr etwa wisst, okay, wann kommt das nächste Mal sein, sein Cast. Ich habe es meistens so gemacht, ich habe ja angefangen hier und habe den ersten beim Wurm gefeiert und bei mir ging es eigentlich immer relativ gut aus, dass er seine Steine runterschmeißt, ne? Und wir dementsprechend in die Mitte laufen müssen und unser Trinket reinhauen. Und kurz danach, nach seinem Cast, nach diesem Erdbeben-Cast, seht ihr, er castet Erdbeben, wir laufen jetzt wieder rein. Und dann wird nämlich der Geistbeuger wieder ready. Und jetzt haue ich ihn quasi drauf auf den. Und danach castet er direkt seinen Hit. Und jetzt haut er wieder den Geistbeuger um und wir sind fein. So, was wir jetzt zusätzlich noch brauchen, ihr habt gerade gesehen, ich hatte hier einen Debuff drauf. Dieser Debuff tickt mit über 1000 Damage pro eine oder zwei Sekunden irgendwie sowas ist. Den müsst ihr auf jeden Fall euch dispeln. Wenn ihr den nicht dispelt, tickt ihr runter. Ja? So könnt ihr euch eigentlich mit dem Damage relativ easy gegenheilen, aber der Debuff, der muss halt runter. Der Cast darf nicht durchgehen, dispeln dürft ihr und ihr dürft euch hier voll nicht am besten sein lassen. Also ihr cast wieder seinen Cast, den interrupt ich wieder. Hier habe ich am besten, haue ich ein paar Instants auf ihn drauf, dass wir quasi nicht den Silence fressen. Und was wir jetzt noch haben, ist das Teufelsschlag-Totem. Das habt ihr vielleicht immer mal wieder gesehen. Da gerade ist es hinten gespawnt. Drück einfach mein Makro, target das Ding, töte es instant. Da muss ich gar nicht mich umgucken, wo es ist, sondern ich höre mit meinem Add-on einfach, okay, das Totem kommt, einmal die Taste drücken, fertig. Deswegen ist es mit dem Makro relativ praktisch. Und sonst, mehr passiert hier wieder nicht. Jetzt kommen wieder Eier hier runter. Ich hau das Trinket rein, er castet das. Jetzt hau ich da wieder den Geistbeuger und Dings rein. Lass ihn wieder durch das Zeug durchchargen. Er castet sein Zeug wieder auf den Geistbeuger. Hier ist das Totem. Das Totem haben wir einmal weg. Wenn er über uns drüber läuft, das habt ihr gesehen, werden wir kurz CC'd. Also da müsst ihr aufpassen. Wenn das Totem durchkommt, werden wir auch gestunt. Da müsst ihr auch aufpassen. Also da sind so ein paar Kleinigkeiten drin, wo wir ein bisschen drauf achten müssen. Übrigens, wenn ihr ihm alle 9 Stacks runtergehauen habt, ist es egal, ob er durch die Sachen durchcharged oder nicht. So, jetzt seht ihr, er hat keine Debuffs mehr. Er castet wieder, einmal 4. Und jetzt können wir voll auf ihn durchrödeln. Ihr solltet dann auch immer gucken, dass ihr alles damage-technisch ready habt, wenn der Wurm hochkommt, denn wir müssen die gleichzeitig töten. Wenn einer stirbt, kriegt der andere einen Enrage-Effekt. Und das ist relativ fies. Vor allem der Wurm, wenn er seinen Cast durchhaut, den hier, der macht im Enrage 11.000 bis 12.000 Schaden. Also das ist auf jeden Fall ein One-Shot. Ich habe hier mit Ausdauer, glaube ich, 6 oder 7k Leben. Also da seid ihr auf jeden Fall gewone-shottet. Deswegen müsst ihr die so töten, dass sie beide im besten nichts casten, während der andere stirbt. Ich habe mich dazu entschieden, erst den Taurin zu töten und dann den Wurm. Ich habe jetzt den Taurin, seht ihr, zwischen 30% und 40%. Hier ist es jetzt schon so, dass ich versuche, keinen Schaden mehr auf ihn zu machen, sondern in dieser Intermission einfach nur noch ein bisschen rumlauf. Ich habe es auch so gemacht, wenn ich hier diese Void-Fläche auf den Boden lege, dass ich ihn erst rausziehe und dann den Geisterbeuger aktiviere, dass er nicht zu schnell runtertickt. Ich hatte nämlich einige Tries tatsächlich, wo der Taure dann zu früh gestorben ist. Der Wurm hatte noch 30-40%, ist im Enrage und der klatscht euch einfach runter. Der macht so viel Schaden dann. Das funktioniert nicht. Also ihr müsst irgendwo gucken, dass ihr vielleicht den Taurin auf 30% runterhaut, dann keinen Schaden mehr drauf macht und einfach den Wurm immer in dieser Intermission runter DPS. Es ist ein bisschen nervig, weil der Wurm kommt hoch, ihr müsst den Typen vieren, dann macht er seinen Cast, wo ihr selber nicht casten dürft, dann müsst ihr das Totem töten, dann müsst ihr den Debuff dispellen. Man hat kaum Zeit quasi, um auf ihn Damage zu machen. Da muss man aus der Void-Fläche raus, aus diesem X rauslaufen. Also es sind immer nur ein paar Sekunden, wo ihr wirklich damagen könnt. Und das ist ein bisschen tricky. Ihr habt jetzt auch gerade hier nochmal den Charge gesehen. Bei dem ist es übrigens so, er fängt an, quasi unterm Boden zu chargen. Und erst, wenn er wirklich losgecharged ist, dürft ihr weglaufen. Ne? Der chargt nämlich immer euch an. Ihr seht, erst als er angesetzt hat, ist er hier rüber gecharged. Ich war nämlich hier hinten gestanden, bin rübergelaufen und dann hat er seinen Charge gemacht. Und am Anfang ist es halt sehr wichtig, bis er seine 3 Stacks verloren hat, dass ihr
ja, am besten die ersten drei Male immer drei Stück erwischt. Er chargt immer zweimal, heißt, ihr müsst beim ersten Mal am besten zwei erwischen und beim zweiten Mal am besten eins erwischen. Also müsst ihr so ein bisschen gucken, wie auf der Linie steht. Im Optimalfall kann ich euch als Tipp geben, dieses X kommt immer kurz vor dem Charge. Und wenn ihr euch genau richtig hinstellt und dann kommt das X, dann müsst ihr weglaufen, dass ihr nicht in der Void steht und dann chargt der Wurm falsch. Deswegen nicht dahin stehen, wo ihr quasi ihn durchchargen wollt, sondern einen Ticken daneben, das X ablegen und dann quasi in die richtige Bahn laufen. So hab's ich dann am Ende gemacht, ne? Das war für mich so ein bisschen the way to go. Und was ihr halt nicht verkacken dürft, ne, mit dem Charge. Das muss halt wirklich immer abwechselnd klappen. 4 Geisterbeuger und quasi euer Fade oder wie das Ding genau heißt, dass das passt. Jetzt gegen Ende ist es bei mir so, dass ich halt, wie gesagt, ihn einfach nur die ganze Zeit hier im Kreis lauf, mich ein bisschen heil und immer, wenn er hochkommt, versuche alles drauf zu DPSen, was geht, ne? Dass wir ihn runtergehen. Er ist jetzt auf 43%. Komischerweise, diese Boss-Marks hier an der Seite zeigen das falsch an, zumindest war es bei mir der Fall, während der Wurm unten war, ne? Also da wird mir angezeigt, dass der eine noch wesentlich weniger Leben hat, da müsst ihr ein bisschen gucken, eventuell ist das bei euch auch so. Und ihr habt auch gerade gesehen, selbst wenn der Wurm nicht im Enrage ist, dieser Shout haut relativ viel Schaden raus, vor allem wenn ihr, wie ich jetzt gerade eben, einmal vergessen habt, dementsprechend das Ding zu dispellen. Also das tötet euch nicht instant, aber ihr solltet echt gucken, dass es dispellt, das macht wirklich den meisten Schaden von dem Ganzen. Ihr seht, wenn ihr dieses Trinket nicht farmt, dann müsst ihr diese Eier bzw. die Würmer selber alle töten. Es ist nämlich so, es spawnen erst die Eier und wenn ihr die nicht schnell genug tötet, spawnen Würmer raus und diese Würmer, die spucken die ganze Zeit auf dem Boden so eine Säure und ihr müsst dann die ganze Zeit moven, dass ihr nicht in dem Zeug drin steht, dann kriegt ihr auch nochmal einen ekligen Debuff, die müsst ihr dann runter DPSen. Also ihr könnt es auch normal spielen, ich würde es aber nicht empfehlen. Mit diesem Trinket ist es so viel einfacher, weil es halt komplett diese Würmer tötet, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Und ihr seht, es ist jetzt von der Route immer das gleiche, der Wurm kommt hoch, er macht sein Silence und dann castet der Kollege einmal seinen Cast, wir können vieren und das ging eigentlich bei mir relativ gut aus. Ich hatte es in einem Try mal, dass das Zeug durchgegangen ist. Wenn ihr es seht, okay, den Geisterbeuger habt ihr zu spät gezogen, beziehungsweise ihr habt auch keinen Fear ready. Mit, wenn ihr ein Schild euch draufhaut, dann Zähne zusammenbeißen, das geht aus, ihr überlebt es. Das macht 6000 irgendwas Schaden, mit Ausdauer hat man knapp 7000 Leben, nicht ganz. Wenn ihr dann ein Schild drauf habt und dementsprechend noch Zähne zusammenbeißen oder dieses Doppelschild, was man auch ziehen kann, dann reicht es. Ihr müsst nämlich immer bedenken, ihr kriegt von dem Wurmmeister noch Schaden, er haut euch rein, der Debuff, also selbst wenn ihr voll seid, überlebt es halt nicht, weil er dann halt gleichzeitig noch andere Effekte kriegt. Aber mit HCDs überlebt ihr es, man hat aber nicht so viel, also sonderlich oft soll man es nicht verkacken. Und mir ist aufgefallen, wenn ich es einmal verkackt habe, dann ist die Rote anders, ne? Also dann castet das irgendwie nochmal früher und ich habe noch nichts ready gehabt. Das ist immer ein bisschen eklig. Also, der Wurm hat jetzt noch knappe 10.000 Leben. Der andere hat noch 8.000 Leben. Ich gucke jetzt, dass ich die jetzt beide möglichst gleichmäßig runterkriege und dann aber noch eine Phase spiele, ne? Also, den Wurm, der hat jetzt noch 7.000. Wie viel hat er jetzt noch? 3.000 hat er jetzt noch, oder? Ne, 6.000. Das wird irgendwie falsch angezeigt, seht ihr? Das habe ich gemeint. Und ich gucke halt jetzt, dass ich ihn hier rausziehe, dass er nicht noch mehr Schaden kriegt, ne? Sonst kommt der Wurm direkt im Enrage hoch und macht seinen Cast und dann ist Feierabend. Haut den Geistbeuger hier draußen drauf. Totem haben wir nochmal gekillt. Dispeln müssen wir nochmal gucken, dass wir uns hier nicht erwischen lassen. Und sonst kiten wir nur im Kreis. Übrigens, ganz zu weit solltet ihr von dem Typen nicht weggehen. Ich hatte es bei einem Try, dass ich zu weit weggelaufen bin. Er macht seinen Cast an, ich konnte ihn nicht führen, er hat mich einfach gewonshottet. Das war dann ein bisschen bitter. So, jetzt haben wir nochmal den schallenden Schrei. Und jetzt versuche ich sie mal noch wegzunatzen. Beide ein bisschen zu dotten. Ihn müssen wir nochmal vieren. Hinten ist das Totem, das müssen wir auch nochmal töten. Jetzt müssen wir halt gucken. Also, da, ja, ich glaube, ich habe da sogar noch eine Phase gespielt, dass ich sie wirklich beide auf so 1000 Leben habe, ne, dass sie dann wirklich gleichzeitig umfallen. Der Wurm taucht nochmal ab. Ja, genau, jetzt schaue ich, dass ich ihn noch einen Ticken runterhaue. Er darf halt am besten hier nicht in der Phase sterben, weil sonst fängt der Wurm, wie gesagt, einfach an, seinen Schrei zu wirken. Man kann es überleben, einen von den Schreien. Am besten den Dom stellen. Wenn ihr ready habt, Zähne zusammenbeißen, Double Shield, wenn ihr alle CDs reinzieht, müsste das eigentlich gehen. Ich hatte jetzt in dem Fall zwei HCDs schon mal raus, weil ich ein bisschen gepanickt hatte. Der Schrei an sich hat mich ein bisschen zu weit runtergedroppt. Dementsprechend, ja, versuche ich das jetzt eher zu vermeiden, dass er stirbt.
Also der hat 1000 Leben, der andere hat auch nur noch 1000, den Schrei, der geht jetzt noch durch. Und jetzt gucke ich halt, dass ich hardcaste, er ist umgefallen, der andere kriegt den Enrage-Effekt und stirbt auch gleichzeitig. Also es war jetzt eigentlich der perfekte Kill. Ja, soweit passt es. Ihr könnt, wenn der Taure stirbt und der andere noch ein bisschen Leben habt, ihr könnt da schon weichen gegen DPS, geht nicht in Midi-Range, dann hittet er euch noch so, dann spuckt er so ein bisschen Säure und ja, mit dem Schall müsst ihr halt alle CDs ziehen, dass er das überlebt. Einer dürft ausgehen, zwei wird wahrscheinlich eher schwierig. Gut, das war eigentlich der Kampf, ihr seht, der ist extrem lang und manchmal muss man halt auch einfach Damage-Stop machen auf den Tauren, sonst geht es am Ende nicht ganz aus, dass man sie gleichzeitig wegkillt. Gut, das war's mit dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt mir sie gerne in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.